Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um Mentaltraining, Leistungssteigerung und wie es dazu kam, dass bei Hannover 96 an der Trainingsanlage plötzlich motivierende Worte auf Zettel geschrieben hingen. Und wie ich dann plötzlich zu Zettellieser wurde. All das und noch ganz, ganz viel mehr erfahrt ihr heute in dieser Podcast-Folge. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, der Wortmedizin und des Sports, ich grüße euch zu dieser neuen Podcast-Folge. In den letzten Wochen und Monaten war ja eine Menge los bei Hannover 96. Da sind ja plötzlich Zettel aufgetaucht an der Trainingsanlage mit sogenannter Wortmedizin. Und Zettel-Lisa wurde quasi geboren. Ich wurde getauft als Zettel-Lisa. Und wir gucken uns heute mal das Thema Mentaltraining im Sport an. Und ich denke, dass wir ganz, ganz viel für unser alltägliches Leben übertragen können. Ich hatte neulich eine Instagram-Umfrage gemacht und habe euch gefragt, interessiert euch das, wie das so kam mit den Zetteln bei Hannover 96, wie es so entstanden ist, was daraus entstanden ist, warum ich das gemacht habe und so weiter. Und dazu gibt es jetzt diese Podcast-Folge, quasi The Science Behind Zettel-Lisa. Wir gucken uns das Ganze auch ein bisschen evidenzbasiert an. Das heißt, welche Studienergebnisse gibt es A zum Thema Mentaltraining, B zum Thema innere Dialoge, bestärkende Selbstgespräche und C zum Thema Affirmation oder wie ich es gerne nenne, Wortmedizin. All das schauen wir uns heute mal an. Es wartet eine spannende Folge auf dich mit vielen Hintergrundinformationen, auch die so noch gar nicht veröffentlicht wurden. Und ich nehme dich mal mit auf diese Reise vom ersten Zettel bis zum heutigen Tag. Und es ist irgendwie eine ganz, ganz witzige Geschichte. Ja, und ich nehme euch da einfach mal ein bisschen mit und gebe euch nebenbei so ein bisschen Input, was Mentaltraining und Co. angeht. Ich schlürfe hier nebenbei ein bisschen meinen Kaffee. Ich hoffe, du bist auch gut ausgestattet. Und dann starten wir gleich mal durch. Wie du weißt oder wie viele von euch wissen, bin ich ja total sportbegeistert. Insbesondere fußballbegeistert, um ganz genau zu sein, Hannover 96 begeistert. Ich interessiere mich für Sport, für sämtliche Sportarten und habe ja auch dieses Jahr, bin ich der Meinung, am Anfang des Jahres oder in der ersten Jahreshälfte eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, was wir aus dem Sport lernen können. Und da das ist total auf Resonanz gestoßen und da habe ich ja auch schon erzählt, dass wir aus dem Sport, aus dem Mentaltraining oder generell von Sportlerinnen und Sportlern ganz viel für uns selbst lernen können, aber auch für Unternehmerinnen und Unternehmer zum Beispiel. Und dieses ganze Thema Sport, Leistungsfähigkeit, Mentaltraining, Sportpsychologie interessiert mich schon seit längerem. Ich habe schon ganz, ganz viel darüber gelesen und auch die ein oder anderen Fortbildungen schon besucht, weil ich das wahnsinnig spannend fand und habe mich am Anfang des Jahres dazu entschieden, nebenbei noch Sportpsychologie zu studieren, sage ich mal ein Häkchen. Also ich denke, das war eher, es wurde als Studium ausgeschrieben. Für mich ist es eher eine Weiterbildung gewesen. Und da habe ich mich ganz intensiv mehrere Monate mit Vorlesungen, Studienheften etc. mit dem Thema Sportpsychologie beschäftigt. So, das als erstes. Dann wisst ihr ja, oder viele von euch, dass mich ja Kommunikation sehr interessiert. Ich mich damit beschäftige, welche Auswirkungen hat Kommunikation auf unsere Gesundheit, auf unsere Motivation, unsere Zufriedenheit, unsere Leistungsfähigkeit. Und diese beiden Themenbereiche habe ich zusammengebracht. Und ich brauche jetzt hier mal mein Tablet, was ich hier mal raushole, weil ich brauche hier die Übersicht. Also, die Saison hat begonnen für uns, also für Hannover 96, mit dem ersten Spiel gegen Elversberg. Und dort wurde 2-2 gespielt und es kam zu Unruhe im Verein. Das, by the way, ist jetzt nichts super Ungewöhnliches, würde ich mal sagen, bei Hannover 96. Es
Da ist immer was los, die Presse hat darüber berichtet und irgendwie war es so ein bisschen holprig und der Saisonstart wurde auch kritisiert, wobei ein Unentschieden ja, wenn man so will, ein solides Ergebnis war. Das zweite Spiel gegen Nürnberg ging auch 2-2 aus und ja, viele unglückliche Umstände, wenn man mich fragt, was Video, Beweis etc. anging. Und dann kam es zum Pokal aus gegen Sandhausen, Drittligist. Da hat Hannover 96 4-2 verloren, also 2-4. Und da dachte ich so, den Saisonstart habe ich mir irgendwie anders vorgestellt und habe die Spiele gesehen und dachte mir, ja, die können es ja. Die haben teilweise wirklich so tolle Bälle dabei gehabt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Mannschaft irgendwie, dass das harmonisch war. Und gleichzeitig wurde diese Leistung nicht so richtig auf den Platz gebracht. Sie hatten Momente, wo sie unfassbar stark waren und wenn öffentliches Training ist, gehe ich da auch hin. Aber gleichzeitig hatte ich den Eindruck, dass sie das auf dem Platz nicht so richtig abrufen konnten. Also wie gesagt, das war jetzt meine ganz subjektive Einschätzung, ohne dass ich da jetzt ganz, ganz dolle von Ahnung habe. Aber ich dachte mir, Mensch, Leute, ihr steht euch doch ein bisschen selbst im Weg. Ihr könnt es doch, ihr seid fantastisch. Und gleichzeitig wirkte das manchmal ein bisschen verloren. Und dann dachte ich, es wird jetzt hier medial berichtet und gerade durch das Pokal aus. Und das war alles andere natürlich als positiv. Und der ganze Saisonstart wurde schon nicht ganz so positiv. Keine positive Berichterstattung. Und da dachte ich, naja, das macht es ja auch nicht besser. Weil dieses unter Druck entstehen Diamanten würde ich so nicht unterschreiben. Natürlich gibt es Menschen, die unter Druck auch nochmal andere Leistungen bringen. Doch dauerhaft ist es oft eher ein Hemmfaktor statt ein Wachstumsfaktor. So, dann habe ich angefangen, einen Zettel an die Trainingsanlage zu hängen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als erstes geschrieben habe. Ich glaube, so etwas wie, dass ich jede Trainingseinheit, jede Minute der Anstrengung, all das wird sich auszahlen, dass sie weitermachen, dass sie bei sich bleiben. Und das habe ich an die Trainingsanlage gehängt, morgens bei einem Spaziergang, so dass mich niemand gesehen hat. Habe das auf einen ganz normalen DIN A4-Zettel geschrieben, habe das in eine Prospekthülle getan und das mit Kabelbindern dran gemacht. So locker, dass der Verein das easy wieder abnehmen konnte, weil ich bin davon ausgegangen, ja, die nehmen das sofort ab. Ne? So. Und der Zettel hing und abends gab es eine Pressemitteilung zum anonymen Zettelfan. Und da dachte ich, das kann nicht wahr sein, dass jetzt die Presse darüber berichtet. Da dachte ich, Lisa, was hast du getan? Jetzt wird's ja unangenehm. Und damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Das war ja auch gar nicht mein Ziel. Und da dachte ich, also Gott, oh Gott, was habe ich wirklich angestellt? Und dann fing ich an, jeden Tag einen Zettel zu schreiben. Montags war dann der erste Zettel, dienstags der zweite, mittwochs der dritte, donnerstag der vierte und freitag der fünfte. Und jeden Tag gab es irgendeine lokale Presse oder irgendwie Journalisten, die darüber berichtet haben, weil keiner so richtig wusste, wer ist das und was passiert hier. Und ich hätte nie gedacht, dass das medial Aufmerksamkeit bekommt. Wie gesagt, war ja auch überhaupt nicht mein Ziel. Und Samstag, nach einer Woche Wortmedizin quasi, war es dann soweit, das Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock stand an und Hannover fuhr den ersten Sieg der Saison ein und gewann 2-1. So, das gab dann wieder ein Echo und ich dachte, naja, jetzt wird sowieso keiner mehr darüber berichten. Ich habe den halt gratuliert zum Sieg und dann war der Nordkracher dran sozusagen, also Hannover 96 gegen den HSV aus Hamburg. Und ich habe dann weitergeschrieben, immer wieder motivierende Worte, dass sie bei sich bleiben sollen, dass sie fantastisch gespielt haben, dass sie auf sich konzentrieren, dass sich Anstrengung auszahlt, dass sie immer stärker werden und so weiter. Also immer etwas Bestärkendes, etwas Motivierendes, immer positiv formuliert, kurz und knapp formuliert, dass sie sich bestärkt fühlen. Und gegen Hamburg, es war ein sauknappes Spiel. Die haben richtig, richtig, richtig gut gespielt. Also es war wirklich fantastisch. Leider haben wir dann doch 1-0 verloren. Aber es ging weiter. Ich habe weiter Zettel geschrieben.
Und nee, nach dem Hamburg-Spiel war es, glaube ich. Es wurde weiter berichtet, genau, es war jetzt Mitte, Ende August, Hamburg-Spiel war vorbei, mit einer Niederlage, trotzdem super, super gutes Spiel, tolle Mentalität, nicht aufgegeben, weitergemacht, wirklich richtig gut. Und da habe ich überlegt, ja, die Presse hat berichtet, das wurde dann auch schon ausgeschrieben, dieser anonyme Zettelfan soll sich bitte melden. Und die haben wirklich ganz nette Sachen da geschrieben. Auch in der Pressekonferenz wurde der Cheftrainer Stefan Leitl dazu befragt, ob die wissen, wer das ist. Auch der Sportdirektor Markus Mann wurde befragt und keiner wusste das so richtig. Und dann habe ich überlegt, ja, gebe ich mich zu erkennen? Also, sie haben sich das schon gewünscht, ne, dass... So habe ich das jedenfalls verstanden, dass sich die Person zu erkennen gibt. Und ich habe wirklich mit mir gehadert, ja, gebe ich mich zu erkennen oder nicht. Und zwar aus dem Grund, weil ich nicht wollte, dass es irgendwie so rüberkommt, weil ich das natürlich auch beruflich mache, Worte zu finden und so weiter. Dass es so wirkt, als wäre das eine riesen geplante Marketingaktion oder so, alles zum Selbstzweck. Weil das war es überhaupt nicht. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass da überhaupt jemand drüber berichtet, es war ja auch nicht das Ziel, oder ich habe es ja auch aus Absicht anonym gemacht, sonst hätte ich ja irgendwie Wordsy drunter schreiben können, dann hätte man mich ja auch easy gefunden oder gar meinen Namen. Aber das habe ich ja nicht gemacht, weil ich halt ja nicht wollte, dass das irgendwie so rüberkommt, als würde ich das zum Selbstzweck machen. Wie gesagt, überhaupt nicht. Für mich war es einfach auch eine interessante Feldstudie zu gucken, hat es Auswirkungen auf die Mannschaft. Also ich habe das immer abwechselnd an den öffentlichen und nicht öffentlichen Trainingsplatz gehangen. Das ist ein ganz normaler Zaun. Und im Internet kann man immer gucken auf der Seite von Hannover 96, wo trainiert wird. Und demnach habe ich dann immer die Zettelbotschaften dahin gehangen, wo halt auch das Training stattgefunden hat, immer an das Eingangstor. Also dass sie zwangsläufig daran vorbeilaufen. Und bei einem Training hat sich so ergeben tatsächlich, dass ich dann mich zu erkennen gegeben habe, dass ich hingegangen bin und habe mich bedankt für die Pressemitteilung, auch für die Wertschätzung auf Seiten des Vereins. Der Verein war auch wahnsinnig wertschätzend und alle Beteiligten fanden es super cool. Es wurde mehrfach in den Pressekonferenzen auch erwähnt und darüber habe ich mich auch gefreut. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin's. Ich bin diejenige, die halt die Zettel schreibt. Und ja, dann gab es ein paar Gespräche und ich durfte bei dem Training dann auch hinter die Absperrung, durfte mit dem Cheftrainer Stefan Leitl sprechen und auch der Co-Trainer André Mijatovic, mit dem habe ich kurz gesprochen. Und es war super wertschätzend, ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Und Stefan Leitl hat mir erzählt, dass er diese Worte auch nutzt für Ansprachen in der Kabine zum Beispiel und er den Eindruck hat, dass einige Spieler auch erstmal stehen bleiben, sich das durchlesen und sich das so mitnehmen und dass das schon auch bewusst wahrgenommen wird und dass sich das ganze Team darüber freut und das auf jeden Fall sehr motivationsfördernd ist und dass das eine große Bestärkung für die Mannschaft ist und wie gesagt, das auch für ja, Ansprachen in der Kabine genutzt wird. Und darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Und so ja, habe ich mich ja dann zu erkennen gegeben, habe dann ja, so ein kleines Interview quasi gegeben für die Presse und habe die Fragen beantwortet, die dann auch nochmal sehr nett geschrieben haben, weil ja, ich fand es generell sehr wertschätzend, wie sie darüber berichtet haben. Und ja, dann genau, das war Ende August, dann ging es weiter gegen Greuther Fürth, da haben wir wieder gewonnen. Dann ging es weiter gegen Greuther Fürth, haben wir 3-1 gewonnen, gegen VfL Osnabrück 7-0. Dann gab es nochmal ein Unentschieden gegen Düsseldorf, dann wieder ein Sieg gegen Wien-Wiesbaden. Und so ging eigentlich eine relativ positive Serie hier und da. Also wir haben vieles gewonnen und selten verloren und waren von Platz 11 hochgeklettert. Mittlerweile stand der Aufzeichnung jetzt gerade sind wir Platz 3 der Tabelle. Und ich habe immer mal wieder Wortmedizin quasi an die Trainingsgelände gehangen, aber nicht mehr jeden Tag, sondern immer mal wieder, insbesondere dann auch vorm Derby gegen den BTSV. Habe ich auch nochmal
Zettel aufgehangen und hatte dann nochmal Kontakt mit den Journalisten, die darüber berichtet haben. Und generell war da eine große Resonanz da. Es war irgendwie ganz witzig. Ich hätte nie gedacht, dass sich das denn irgendwie so zieht. Und auch der Verein, also Stefan Leitl, der Cheftrainer, hat zu mir gesagt, er fände es cool, wenn ich weitermachen würde, weil er das Gefühl hat, das bringt da wirklich die Mannschaft voran. Und ja, wir hatten, also alle 11 Meter, die wir bekommen haben, wurden auch versenkt. Das ist ja auch eine große mentale Leistung, da bei sich zu bleiben, sich auf sich zu konzentrieren. Und auch die Journalistinnen und Journalisten haben dann gesagt, Mensch, wir haben schon den Eindruck, dass sich da was verändert. Und da würde ich gerne mit euch drauf eingehen. Also das ist so die ganze Story quasi. Immer mal wieder hänge ich da was hin in unregelmäßigen Abständen. Und ja, versuche mir immer mal was Neues zu überlegen, was positiv ist, was bestärkend ist. Und ja, die Frage ist ja, ist es jetzt Zufall, dass das wirkt oder nicht? Das kann man jetzt so nicht sagen, ne? Also kann beides sein. Wir haben ja jetzt keine Vorher-Nachher-Untersuchung gemacht, aber gleichzeitig diese Worte, positive, bestärkende Sätze, Affirmationen, Wortmedizin, das macht ja extrem viel mit unserer Psyche und dann auch mit unserem Körper. Das ist ja alles in einem. Und da würde ich gerne mit euch nachfolgend ein bisschen drauf eingehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Deshalb für diejenigen, die das Video gucken, sehen jetzt, dass ich ein bisschen runterschaue. Also grundsätzlich ist Mentaltraining im Sport ja etwas, was immer mehr kommt, weil auch immer mehr Sportlerinnen und Sportler über mentale Schwierigkeiten sprechen oder auch psychische Probleme. Also das ist ja schon ein Unterschied, muss man sagen, ne? Psychische Probleme können ja auch dann zum Beispiel Depression sein, depressive Verstimmung, Angstzustände, Panikattacken, mentale Schwierigkeiten, da redet man eher von, dass jemand die Leistung nicht abrufen kann, die man zum Beispiel im Training bringt, also dass man blockiert ist. Zum Beispiel so etwas, was wir vielleicht auch in Prüfungssituationen kennen oder in Extremstresssituationen, dass wir den Eindruck haben, dass wir gar nicht das abrufen können, was wir sonst abrufen oder in der Lage wären abzurufen. Mentaltraining wird ja aus ganz unterschiedlichen Gründen gemacht. Einmal zur Steigerung der Leistungsfähigkeit, auch Reduzierung von Stress und Angst oder Umgang auch mit Stress und Angst. Die Förderung der Konzentration und der Aufmerksamkeit im Sport ja auch etwas super, super Wichtiges. Natürlich das Selbstvertrauen. Menschen, die mehr Selbstvertrauen haben, sind einfach auch leistungsfähiger. Und es gibt ganz unterschiedliche Techniken, die angewendet werden können, um Leistungsfähigkeit zu steigern, um nur ein paar zu nennen. Das sind zum Beispiel sehr gesunde, positive innere Dialoge, also das sogenannte Selbstgespräch, dass man sich selbst anleitet, dass man sich selbst positiv zuspricht. Dann noch so Imaginations- und Visualisierungstechniken. Das kann sein, dass man sich einen Sieg visualisiert. Es kann aber auch so sein, dass man zum Beispiel bestimmte Handlungsabläufe immer wieder gedanklich durchgeht, weil sonst ist das Training ja oft darauf ausgelegt, dass man bestimmte Techniken, bestimmte Läufe, bestimmte Bewegungsabfolgen immer wieder durcherlebt, ne, und physisch erlebt. Und das Ganze macht man auch mental, dass man das nur visualisiert durchgeht, dann setze ich das Bein da und dann das und jenes. Oder dass man so einen ganzen Tag durchgeht, ich stehe morgens auf, mach das und das. Also dass so eine Art Vorbereitung stattfindet. Ansonsten die Klassiker, nenne ich es mal, also Atemtechniken, Entspannungsmethoden. Es kann auch Biofeedback sein, es kann Meditation sein. Bei manchen ist es auch Yoga, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Affirmationen, Achtsamkeitsübung jeglicher Couleur, generelles Stressmanagement-Training, also all mögliches, all das kann mentales Training sein, um Leistungsfähigkeit zu steigern, Motivation zu steigern und so weiter. Weil es zeigt sich ja auch, und das ist ganz interessant, wenn zum Beispiel ein Fußballspieler oder ein Sportler, eine Sportlerin hat sich während eines Spiels verletzt und die gegnerische Mannschaft, die waren alle in
pinken Trikots. So, und ein Spieler, eine Spielerin hat sich jetzt schwer verletzt. Dann regeneriert sich die Spielerin, der Spieler wird wieder gesund, macht Pause, steigt wieder ins Training ein und so weiter. Rehabilitationsprozess. So, kann auch wieder Leistungen abrufen, ist auch wieder in den Spielen, in den Turnieren dabei. Und dann zeigt sich, dass der besagte Spieler, die besagte Spielerin die Leistung oder eine Leistungsschwäche hat, wenn diese Person gegen Mannschaften spielt mit pinken Trikots. Und das ist letztendlich auch eine Konditionierung, dass das Hirn damit ja irgendwie Gefahr assoziiert, weil da einfach es zu einer Verletzung gekommen ist. Und solche Beispiele kann man noch und nöcher durchgehen, ob es ein bestimmtes Stadion ist oder eine bestimmte Mannschaft, immer verlieren wir gegen die oder dort im Auswärtsspiel, sind wir nie so gut oder so etwas. Das ist ja auch so eine Art Konditionierung, auch so ein erlerntes Verhalten. Und Schülerinnen und Schüler haben das auch teilweise immer im Matheunterricht, immer in Deutsch oder ich kann keine Sprachen, dass wir das damit assoziieren. Und so ist das ja im Sport auch, in diesem bestimmten Land, in dieser bestimmten Stadt, dass man das Gefühl hat, oh, da bin ich nicht so leistungsfähig. Und das kann einen natürlich auch drosseln in der Leistungsfähigkeit. Das ist ja ganz klar. Und Affirmation, positive Sätze, Wortmedizin, ein positiver innerer Dialog kann natürlich total das Selbstvertrauen steigern. Da gibt es auch vereinzelt Studien zu, dass so ein Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen höher ist, wenn man einfach positiv mit sich umgeht, weil man natürlich auch eine ganz andere Selbstbeziehung hat. Das heißt, Selbstzweifel können dadurch auch ein bisschen reduziert werden. Wenn man natürlich an seiner eigenen Leistungsfähigkeit, an seinen eigenen Fähigkeiten zweifelt, kann man natürlich auch gar nicht so sein volles Potenzial entfalten, weil man sich ja selbst immer wieder auch runterreguliert und limitiert. Ansonsten können solche positiven Sätze auch generell zur Verbesserung der Leistung führen, weil wir natürlich einiges in uns freisetzen. Wenn wir uns das biochemisch angucken, wenn wir so einen gewissen Eustress haben, also so einen positiven Stress, das kann sein, wenn uns jemand richtig motiviert, dann haben wir dieses positive Stresserleben und für den Körper ist biochemisch das ist nicht so ein großer Unterschied, ob wir jetzt positiven oder negativen Stress haben. Unser Erleben, unser subjektives Erleben ist aber deutlich anders. Das heißt, auch jetzt wird Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol, also diese Stresshormone ausgeschüttet. Und das schafft einfach eine Leistungssteigerung, einen erhöhten Fokus, eine erhöhte Motivation. Wir brauchen einfach diese Hormone, damit das Herz-Kreislauf-System, das Gehirn, die Muskeln alle gut durchblutet sind. Das ist so ein bisschen Wettkampfmodus und wir brauchen einfach im Sport oder generell, wenn es um etwas geht, diesen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Wettkampfmodus, dass wir ready sind, dass unser Körper ready ist, dass unser Hirn ready ist und alles quasi auf Sieg ausgelegt ist. Und dazu kann natürlich auch so ein positiver Zuspruch, ein positiver innerer Dialog oder Affirmation ja behilflich sein. Ansonsten können ja diese Worte auch dazu führen, dass eine Reduzierung von Angst und Stress da ist, dadurch, dass wir uns selbst regulieren können. Das heißt, in so Angst- oder Stresssituationen sich selbst zu beruhigen, sich selbst runterfahren und damit können wir Stress ja auch bewältigen und unsere Konzentration steigern. Und Gleiches gilt natürlich auch im Umgang mit Niederlagen. Manchen Sportlerinnen und Sportler oder Mannschaften stecken Niederlagen noch sehr, sehr in den Knochen. Das beschäftigt die sehr lange. Und dann ist es natürlich schwierig, wieder in diese Leistungsfähigkeit zu kommen, wenn man noch so niedergeschlagen ist. Wenn wir allerdings im positiven inneren Dialog sind, wenn wir zum Beispiel auch diese Wortmedizin, Affirmationen, die wirklich was mit uns machen, also es ist vorausgesetzt, wenn da irgendwas steht, was die Leute nicht berührt, wird der Effekt einfach nicht da sein. Aber wenn es etwas ist, was uns wirklich vorantreibt, dann sind wir auch wesentlich resilienter und widerstandsfähiger. Weil wir immer wieder uns klar machen, hey, ich pack das hier, ich bleibe bei mir, es ist alles in Ordnung, ich mache das richtig gut, jedes Training lohnt sich und so weiter. Das ist ja wirklich eine Art der mentalen Vorbereitung, die super, super hilfreich auch einfach ist. Weil auf dem Spielfeld, egal ob es Mannschaftssport ist oder nicht,
ist man ja irgendwie auch auf sich oder ist mit sich beschäftigt, mit den eigenen Emotionen, mit dem eigenen Kopf, mit den eigenen, ja, Gedanken, ja, was wir uns da einfach einreden oder auch nicht einreden. Und sonst bei vielen Wettkämpfen auch dieses Außenrum, diese Rufe für die eine oder andere Mannschaft, das alles, was da drumherum passiert. Was macht das mit uns? Wie gehen wir mit Pfiffen um? Wie gehen wir mit Fehlentscheidungen auch um, die ja auch passieren? Einfach ein falscher Pass oder was auch immer, eine falsche Entscheidung im Spiel kann ja auch schon einiges verändern. Es gibt etliche Studien, die zeigen, dass so Mentaltraining wirklich einen deutlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und viele andere Faktoren der Spielerinnen und Spieler oder Sportlerinnen und Sportler hat. Zum Beispiel Steigerung des Selbstvertrauens, da gab es schon Studien zu, dass diese positiven Selbstgespräche oder Affirmationen das Selbstvertrauen der Sportler steigern und die sich besser fühlen. Da gab es Studien zu. Oder dass die Konzentration besser ist, weil wir fokussierter sind, uns konzentrieren, viel mehr im Hier und Jetzt sind, nicht so sehr im Außen, sondern das ist ja wirklich die Kunst, dabei sich zu bleiben. Dazu gab es Studien, ne, dass Mentaltraining dort einen Effekt hat, genauso wie Studien zur Stressbewältigung, dass das was bringt. Oder Verbesserung der Leistungsfähigkeit, da gibt es etliche Studien, inwiefern Mentaltraining Leistungsfähigkeit beeinflusst. Also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Studien, die einfach einen signifikanten Unterschied tatsächlich zeigen zwischen Sportlerinnen und Sportler, die Mentaltraining machen, und diejenigen, die es nicht tun. Aber auch genauso die Reduzierung von Angst und Nervosität, weil im Sport oder auch in anderen Bereichen geht es ja ganz oft um Leistungsfähigkeit auf Knopfdruck. Und das ist gar nicht so einfach, wirklich Zugriff auf all die Ressourcen zu haben in diesem bestimmten Augenblick, wenn Druck da ist, wenn Stress da ist, dabei sich zu bleiben, sich nicht ablenken zu lassen, auch nicht in Selbstzweifeln zu verfallen, sondern dabei sich zu bleiben. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was manchmal tatsächlich auch gar nicht so einfach ist. Es gab natürlich auch etliche Untersuchungen zu diesen positiven inneren Dialogen im Sport jetzt insbesondere. Und da haben wir auch nochmal Steigerung des Selbstvertrauens, generell mentale Einstellung. Das heißt, dass die Sportlerinnen und Sportler Dinge eher positiv bewertet haben, eher zuversichtlich waren, weil das Ganze natürlich auch auf die Selbstwirksamkeit wirkt. Die trauen sich einfach viel mehr zu. Also wenn da zum Beispiel ja der Tabellenerste wartet oder die Weitspringerin, die beim letzten Mal die Weltmeisterschaft gewonnen hat, dass man sich eher zutraut, da auch mitzuhalten und nicht sagen, ah, die sind ja eh Erster, das ist eh die Beste der Welt, was soll ich da? Zum Beispiel Stressbewältigung ist auch ein Thema, weil es ist extrem stressig, auch für den Körper, für die Psyche, diese Wettkampfbedingungen und diese positiven inneren Dialoge führen einfach im Hirn auch dazu, das Gefühl zu haben, ich bin nicht allein, es ist alles gut, ich ermutige mich. Und man hat einfach eine höhere emotionale Bewältigungsfähigkeit. Also man kann viel mehr aushalten letztendlich und ist auch generell viel fokussierter, viel konzentrierter auf das Wesentliche. Und das führt einfach auch dazu, dass eher richtige Entscheidungen getroffen werden und ablenkende Gedanken minimiert werden. Also all das passiert, wenn wir positiv mit uns sprechen, Affirmationen oder bestärkende Sätze, all das führt zu einer Leistungssteigerung und das natürlich auch in Studien bereits nachgewiesen. Und das können wir natürlich auch gut in unserem Alltag nutzen, um leistungsfähig zu sein, um bei uns zu bleiben, um positiv aus Ereignissen rauszugehen, um uns selbst auch eher helfen zu können, um mit stressigen Situationen umzugehen. Und das ist ja der Grund, warum ich von gesunder Kommunikation spreche. Warum ich Kommunikation als Gesundheitsförderung und Prävention einsetze. Weil wir damit eine Menge machen können. Wir können Menschen leistungsfähiger machen, motivierter, gesünder ja letztendlich auch, weil, jetzt müsste man ein bisschen weiterspinnen, aber grundsätzlich, wenn man sich das wirklich mal auf physiologischer Ebene anguckt, je nachdem, welche Hormone ausgeschüttet werden, was im Körper so los ist, führt es ja auch eher mal dazu, ob Muskeln dicht machen oder nicht. Das ist ja auch ganz interessant und auch Sportlerinnen und Sportler sind ja vor psychosomatischen
Erkrankungen, Verletzungen, wie auch immer, auch nicht gefeit. Ne? Warum dauert es manchmal auch unfassbar lange, bis sich jemand erholt? Weil die Psyche ja auch hinter diesem Ereignis erstmal hinterherkommen muss, weil es bedeutet ja nicht nur, ich bin verletzt, sondern habe ich meinen Platz in der Mannschaft noch? Ist es jetzt das Aus meiner Karriere? Weil wir müssen uns ja auch überlegen, dass diese Sportlerinnen und Sportler, über die wir hier gerade sprechen, insbesondere jetzt zum Beispiel bei Hannover 96, das sind saujunge Leute. Die sind so jung. Wie war es? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, nagelt mich nicht drauf fest, aber aus dem ganzen Kader, der ja über, das sind über 20 Leute in so einem Kader, sind 11, also knapp die Hälfte, unter 23. Da muss man sich mal überlegen, natürlich machen die, was sie lieben, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, wenn das jetzt dein Beruf ist, wenn da was von dir verlangt wird, öffentliche Meinung, Social Media, Presse etc., alle gucken dich an und wenn du mal nicht so performt hast, kann es ja sein, dass dann plötzlich in der Zeitung steht, dein Name und war's das jetzt, ne? Oder was auch immer, irgendein Titel und grenzt dich davon mal ab. Also jetzt könnte man natürlich aus einer kühlen Distanz sagen, naja gut, ist halt Presse. Aber wenn da dein Name mit deinem Gesicht steht, dass du es nicht gepackt hast, mach das erstmal und damit fertig zu werden. Das ist so krass und ich glaube, das wird auch oft so ein bisschen, ja, die verdienen Arsch voll Geld und bla bla bla. Aber was da wirklich so easy peasy lemon squeezy ist es denn doch nicht. Ne? Und mit jungen Jahren auch sowas auszuhalten, durchzuhalten und da gestärkter hervorzugehen, Leistung zu bringen, egal was auch im Background passiert. Die haben ja genauso ihr Privatleben, die haben genauso ihre Themen, die haben auch genauso ihre Selbstzweifel und so weiter. Also davon kann man sich ja auch nicht losreißen. Und das ist so viel. Es sind ja teilweise Individualentscheidungen und Individualleistungen, die natürlich auch so eine Mannschaftsleistung und auch das Ergebnis letztendlich beeinflussen. Und ja, dann willst du den Ball wegköpfen zum Beispiel als Verteidiger und dann landet der da bei dir im eigenen Tor. Scheiße. Und dann wird getitelt, ja, schießt nur Eigentore. Und dann da tatsächlich mental nicht, ah, ich darf den Ball da nicht wegköpfen, ich schieße Eigentore, ich gefährde die Mannschaft. Dass das nicht in so einen Stuck-State endet, also so wie so ein Festgefahrensein, dass Menschen dann dazu neigen, gar nichts zu machen, aus Angst, etwas Falsches zu tun. Auch das sieht man manchmal bei Sportmannschaften, dass lieber nichts gemacht wird oder tatsächlich es so wirkt, als würde niemand den Ball haben wollen zum Beispiel. Weil dann habe ich ja Verantwortung und dann könnte ich ja was falsch machen. Und die mentale Einstellung, die gebraucht wird, ist natürlich, hey, gib mir den Ball, ich will den unbedingt haben, weil dann kann ich ganz viel richtig machen. Ich kann der Mannschaft helfen, ich kann einen coolen Pass spielen oder ich kann zum Tor beitragen, ich kann das Tor vorbereiten oder vielleicht sogar selbst reinschießen. Und das ist tatsächlich etwas, was ja mental Training kann, was positive Worte können, was innere Dialoge können. Das ist so krass. Ich habe mich mit jeder Prüfung, mit wirklich Mentaltraining darauf vorbereitet, immer weiterzumachen, immer wieder aufzustehen. Gerade dann, wenn es schwer ist, dann hat man so eine Niederlage im Sack. Oder gerade auch so etwas, wenn wir uns, dass wir jetzt eine Debatte zu viel und gleichzeitig spreche ich es ganz kurz an, Videoschiedsrichterentscheidungen. Da sind manchmal Entscheidungen, die kann man vielleicht nicht so nachvollziehen oder gar Fehlentscheidungen. Aber in der Tabelle steht ja, denn du hast verloren. Und sich da auch nicht so unterbuttern zu lassen, auch diese Spiele, diese Arbeitsspiele, wo man alles gegeben hat und manchmal reicht es dann doch nicht. Wie bitter ist das? Man hätte nicht mehr geben können. Es hat trotzdem nicht gereicht, sich zu regenerieren und dann wieder quasi mit frischem Mut weiterzumachen. Und diese Situation, die ich jetzt aus dem Sport geschildert habe, kann man ja auf ganz, ganz, ganz viele Bereiche transferieren. Ob das im Privaten ist, ob das im Beruflichen ist. Wie redest du denn mit dir? Bestärkst du dich eher oder machst du dich fertig? Deshalb ist es zum Beispiel auch ganz interessant, ich hätte ja auch gerne mal Trainerinnen und Trainer hier. Ja, was sagt man da in der Kabine, in der Halbzeit? Wie kommentiert man manche Dinge auf dem Trainingsplatz? Also ich bin ja ab und zu beim öffentlichen Training bei Hannover 96 und wieder bestärkt wird. Ja, genau, und nochmal und weiter. Also es wird teilweise
einzelnen Bewegungssequenzen kommentiert, bestärkt und es wird geklatscht, es wird sich ein High Five gegeben. Letztendlich, wenn man so will, aus sportpsychologischer Sicht sind es ja auch Anker, die gesetzt werden. Ne? Also alleine dieses High Five, diese Berührung, dieses ist ja auch etwas, was positiv assoziiert wird, was ja auch nochmal entsprechend Hormone freisetzt, ne? Wenn die Jungs sich auch auf dem Spielfeld da gegenseitig abklatschen. Oder was machen manche, bevor sie springen beim Weitsprung oder bevor sie loslaufen, bevor sie zum Elfmeterpunkt antreten oder einen Freistoß. Manche klopfen sich auf die Brust, manche reiben sich nochmal die Oberschenkel oder klopfen sich auf die Oberschenkel, auch bevor sie aufs Spielfeld gehen. Zum Teil hat es einen physischen Sinn, aber natürlich ist es auch etwas so eine Vorbereitung, sich selbst nochmal zu pushen, ne? Sich da nochmal, das ist ja auch eine Verankerung, die wir im Hirn haben, auch eine Art Konditionierung und all das sind Mentalstrategien, die genutzt werden können, ne? Das wird nochmal, ist ja auch ein Impuls fürs Gehirn, diese Berührung assoziiert das Gehirn mit, zum Beispiel so ein High Five für sich zu geben, assoziiert das Gehirn häufig mit sehr, sehr positiven Erfahrungen, mit Erfolg, mit etwas richtig zu machen, mit einer Bestärkung. Und so ist es natürlich auch wichtig, dass die Mannschaft zum Beispiel auf dem Spielfeld kommuniziert, wie bestärken die sich, ne? Wenn jemand einen Fehlpass macht, wie wird es kommentiert, wie wird damit umgegangen. Und das ist ja auch eine Feedback-Kultur in gewissen Teilen. Genau, das würde jetzt ein bisschen weit führen, wenn ich da jetzt noch drauf eingehe. Grundsätzlich ist mir wichtig, dass das, was wir uns jetzt bei Sportlerinnen und Sportlern angeguckt haben, für uns genauso gilt. Das heißt, wie sprichst du mit dir? Wie bereitest du dich auf Situationen vor? Das kann ein Gespräch sein im Business-Kontext oder auch im privaten Kontext. Das können natürlich auch sportliche Ambitionen sein, aber auch als Hobbysport oder generell, was deine privaten Ziele angeht, deine beruflichen Ziele. Inwiefern bestärkst du dich selbst, diese zu erreichen? Inwiefern überlässt du es dem Zufall in Häkchen? Wie gehst du mit schwierigen Situationen um und so weiter und so fort, weil es, wie gesagt, es zeigt sich einfach, wir sind leistungsfähiger, wir sind konzentrierter, wir sind motivierter, es macht eine Menge mit unserer Gesundheit, mit der Stressbewältigung, mit der Resilienz. Worte sind mehr als Sprache und das ist ja das Interessante, weshalb ich so gerne möchte, dass wir mehr über gesunde Kommunikation sprechen, dass wir darüber sprechen, dass Kommunikation fantastisch ist, um Gesundheit zu fördern, um Behandlungserfolge zu begünstigen, um Leute schneller wieder fit zu kriegen, um ja, sich wohler zu fühlen, um psychisch gesünder zu sein. Es ist auch eine fantastisch präventive Maßnahme, um gesund zu bleiben. Und das bekommt noch so wenig Beachtung. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Das ist ja der Grund, warum ich WordSeed gegründet habe, weil es ist einfach ein so spannendes Feld. Wir haben uns ja jetzt gerade in Häkchen nur Sport angeguckt und auch nur den Bereich der inneren Dialoge und Affirmationen / Wortmedizin. Das kann man ja noch und nöcher weiterfassen. Es ist ja so unfassbar spannend. Es ist ja so krass einfach. Genau, so, das zum Thema. Ich hoffe, dass es interessant für euch war. Das war der Grund, warum Zettelisa geboren wurde, quasi. Weil ich ja schon davon ausgegangen bin, muss ich ehrlich sagen, dass das eine Auswirkung hat. Inwiefern, wusste ich ja auch nicht. Doch ich dachte, wenn sie diesen Support haben von den Fans oder von irgendeinem Fan, weil alleine, was die Ultras da zum Beispiel auch immer veranstalten, also so Fangruppierungen etc., gibt es auch spannende Interviews mit Sportlerinnen und Sportlern, die sagen, boah, das peitscht einen schon ordentlich an, so ein Stadion, diese Jubelrufe, die Fangesänge oder teilweise wird ja sonstiges veranstaltet, mit Blockfahren, mit Bannern, das ist ja richtig Organisation, was dahinter steckt, ne? Also es wird ja oft sehr schlecht gesprochen aufgrund mehrerer Skandale, die da vielleicht auch mal waren, also generell, was Fangruppierungen angeht, jetzt nicht insbesondere bei Hannover 96, sondern generell wird oft schlecht über Fanszenen gesprochen und mir fehlt da manchmal so ein bisschen, also vieles ist nicht, also kann man jetzt drüber streiten, ne? Vieles ist nicht ganz so optimal und gleichzeitig ist es Sport, gleichzeitig ist es irgendwie total krass, was die da alles auf die, was die da organisieren, das ist so verrückt, ne? Und wenn man sich Interviews anguckt, viele peitschen es total, die finden es großartig, ich meine, es ist ja auch irre, wenn man sich vorstellt, man steht auf dem Feld und Tausende
rufen deinen Namen. Ich meine, das ist ja auch etwas, was ist sehr verrückt. Genau. Und im Alltag, aber auch im Training, haben wir diese Leute nicht, die uns da zujubeln und zurufen. Und da müssen wir die Person für uns selbst sein. Das ist halt auch etwas ganz, ganz Wichtiges, das für sich ein Stück weit auch zu lernen, weil die Sportlerinnen und Sportler trainieren ja auch. Und wir im Alltag erwarten, glaube ich, ganz oft von uns Dinge, ohne sie trainiert zu haben. Mentaltraining heißt es ja auch, ne? Das wirklich zu trainieren. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe jetzt nur ein paar davon aufgezählt, um auch sich selbst kennenzulernen. Was hilft dir denn, um in Stresssituationen fokussiert zu bleiben, nicht panisch zu werden, bei sich zu bleiben, Leistungsfähigkeit abrufen zu können, Zugriff auf Ressourcen zu haben und sich richtig, sich selbst auch richtig hochpeitschen zu können. Das wird für jede Person etwas anderes sein. Und gleichzeitig gibt es eine Handvoll Strategien, die man dafür sich anwenden kann. Ich nutze sie gerne auch für mich, ob das vorm Vortrag ist oder generell so in meinem Alltag als Unternehmerin. Und ja, das war The Science Behind Zettelisa. Wie es dazu kam. Ich hoffe, es war interessant für euch, dass ihr vielleicht das eine oder andere für euch mitnehmen konntet und jetzt einen kleinen Einblick hattet, wie das so war, wie das mit den Zetteln so angefangen hat. Und ob ich weitermache oder nicht, werde ich auch ab und zu gefragt. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was sich jetzt noch so ergibt. Ich finde es einfach selber total spannend zu beobachten, was so abgeht. Ne? Wie gesagt, Leistungssteigerung ist von ganz vielen Faktoren abhängig, auch jetzt insbesondere bei Hannover 96. Ich denke schon, dass die Zettel einen Teil dazu beigetragen haben werden. Gleichzeitig können wir uns genauso über die Transfers unterhalten, die gekommen sind, über die Art und Weise des Trainings, über die Eingespieltheit der Mannschaft. Die ist ja natürlich jetzt viel eingespielter als am Anfang. Es gab viel Bewegung in der Mannschaft und so weiter und so fort. Also es ist ja immer von mehreren Faktoren abhängig und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, sich verschiedene Faktoren auch immer wieder anzugucken. So, das war's von mir. Also, ich freue mich mit euch auszutauschen. Wie sind eure Erfahrungen? Praktiziert ihr schon mal sowas wie Mentaltraining? Was ist eure Meinung dazu? Vielleicht könnt ihr auch eure Tipps in die Kommentare schreiben, was ihr gerne macht, um leistungsfähig zu sein und zu bleiben, gesund zu sein und zu bleiben und mit schwierigen Situationen umzugehen. Das wäre cool, wenn wir da unsere Schwarmintelligenz zusammentun. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Podcast-Folge interessant für euch war, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Und ich freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche hier wieder treffen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Wie immer, fühl dich von Herzen gedrückt. Alles Liebe für dich, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier, Intro und Outro gesprochen Michael Helbing.